Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit Slavik Junge, denn der hat eine brandneue Folge von seiner Slap-Show Iron Faces hochgeladen. Nachdem die letzten zwei Folgen schon so verdammt lustig waren, schauen wir uns das jetzt auf jeden Fall auch mal an. Bevor wir einsteigen, nicht vergessen, wie immer, Freunde, wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln oder Nahrungsergänzungsmitteln, schaut ab jetzt in die Videobeschreibung. Dort findet ihr saftige Rabattcodes. Jetzt steigen wir ins Video. Boah, ich erinnere mich an das letzte Video mit Patrick und Umut. Die beiden haben richtig... Ja, die Patrick und Umut haben im letzten Video richtig Gas gegeben. Mal sehen, ob die Jungs hier mithalten können. Gucci Potter. Gucci Potter und Sam Next. Oder wie heißt der? Gucci Potter und Potter. Gucci Potter. Sein Künstlername? Ist der Typ Rapper oder was? Gucci Potter. Nur noch Gucci, Bratan. Ich trage nur noch Gucci. Dachte er sich einfach mal. Ne? Okay. Die Regeln sind, also Schläge auf den Hals und auf die Augen, auf die Ohren, auf die Nase sind nicht erlaubt. Kopf wegziehen ist ein Foul. Dann gibt es eine Wiederholung. Wenn zwei Foul disqualifiziert, auch wenn ihr Gesicht zurückzieht, dann wird der Schlag mitten auf der Reeperbahn oder was haben die das gedreht? Der Bratan fängt an. Dieser James, Sam Next. Ich glaube James hieß der, der hat den ersten Schlag. War nicht schlecht, war okay. Der hätte aber ruhig ein bisschen mehr ausholen können. Boah, da hat ihm die Locken aber gut mal durchgebrettert hier, ne? Das war ein Foul. Bratan, alles gut bei dir? Riechen, gib mal riechen. Oh, der ist ja jetzt schon Knockout. Der hat diese eine Minischelle kassiert und der ist ja jetzt schon Knockout mal, gleich. Riech mal kurz. Komm mal, riech mal jetzt, oder? Genau, jetzt geht's wieder. Geht? Riechen, willst du nochmal riechen? Ey, ich hab schon... Nie im Leben, das stinkt wie Scheiße, Mann. Ja, das ist ja auch der Sinn dahinter, dass es so scheiße stinkt, damit du dann wieder wach wirst. Jemand hat im letzten Video gefragt, wofür Ammoniak da ist. Ammoniak, das stinkt halt einfach bestialisch und es weckt deine Sinne wieder, ja? Wenn du benebelt bist von so einem Treffer und bei dir alles eigentlich noch voll durcheinander ist, dieser bestialische Gestank bringt einfach deine Gedanken wieder dazu, dass sie klar werden. Ja. Aber alles gut, ja? Du hörst noch gut. Es dürfte nichts sein, Bratan. Der hat nur dein Ohr getroffen, dein Ohr tut weh. Das ist auch ein Foul. Ohne Witz, das macht übel Spaß, Mann. Applaus an den Bratan. Gerade hat er sich noch den Kopf gehalten, als ob er sterben würde. Und jetzt meint er, dass es übel Spaß macht. Mal sehen, ob er noch Spaß daran haben wird, wenn er noch eine Schelle kassiert. Was war das für eine Schelle, Bratan? Wo hast du die hergeholt? Woher kommst du? Aus Kamerun, Bruder, von meinem Vater. Bruder, die kam aus Kamerun nach Hamburg. Was habe ich gesagt? Im letzten Video habe ich auch schon gesagt, jeder Ausländer sagt, dass er irgendwie von seinem Bruder oder von seinem Vater schon mal Schellen kassiert hat. Bratan, los geht's, jetzt kommen die. Hey, warte mal, ich habe eh genug Hater, die werden es eh feiern, also von daher. Bruder, ja, alle deine Hater. Digga, interessiert niemanden, hau zu. Wer diese Schelle aushält, das er hat so viel Respekt verdient, Bratan, das sage ich dir wirklich. Wirklich Respekt. Hier sind schon jetzt alle deine Fans, Bratan. Deswegen, komm. Mach deine Hand rein. Du bist jetzt dran, Bratan. Mach deine Hand rein. So oder so? Nein, nein, so. Oder ist er hängen geblieben? Junge, bist du hängen geblieben? Das ist eine Ohrfeigen-Challenge, Mann. Und nicht eine... Probier erstmal aus. Nicht gerade schlagen. Sagt er noch, dass er voll die Hater hat. Kein Wunder. Wirklich jemanden geschlagen jetzt? Ohne bitte? Also, aber gut. Probier erstmal aus, nicht schlagen. Probier nur. Aber ich habe noch nie wirklich jemanden geschlagen jetzt ohne. Bitte? Was ist das denn jetzt? Laber doch nicht so viel rum und hau doch mal endlich eine rein. Du hast noch nie jemanden geschlagen. Ja doch, früher im Kindergarten. Jetzt darfst du, das ist Sport. Du jetzt an meinem Gesicht, dein Jungfahrt, mach jetzt endlich. Der rastet auch schon aus, den nervt das Gelaber auch schon. Oh, guck mal, der, das, oh Gott, das wird so eine. Richtig. Ach Gott. Oh, war okay, war okay, war okay. Applaus! Jetzt hat er aber die Panik seines Lebens, schaut mal. Habt ihr seinen Blick gesehen? Jetzt hat er richtig Schiss, dass der kamerunische Kollege hier, der Kollege aus Kamerun, gleich eine richtige Babaschelle austeilen wird. Ich glaube, ich habe nicht so richtig getroffen. Es hat sich kaum angefühlt, als hätte ich getroffen. Ja, gut getroffen hat er schon. Aber da ist halt einfach keine Power dahinter. Uff, schaut mal. Uff. Oh, die wird so krachen. Die wird so krachen. Oh,
Das geht noch, das geht noch. Applaus, schau mal, Applaus. Der Kollege gibt aber auch so eine richtig hinterhältige Schelle, ne? Der holt die gar nicht weit aus, dass man sich ordentlich darauf vorbereiten kann oder so. Der macht nur so kurz und batz, hier aus der Schulter und so, gibt dir eine richtige Schelle, Mann. Das ist so eine richtige Peitschenschelle. Aber du musst aufpassen. Boah, jetzt schnüffelt er da an dem Ammoniak, ohne sich zu beschweren, ne? Nach dem Treffer. Das Gesicht von dem Kollegen da hinten. Gut. King, wie fühlst du dich? Schaut euch mal das Gesicht von dem Typen an. Warte, jetzt sieht man das gleich. Shit. Killer-Typ. Wie fühlst du dich? Gut. King, Alter. Gucci Potter! Applaus an Gucci Potter! Gucci Potter, Mann. Okay, Respekt, siehst du, Bratan? Hat dir schon mal so einer gesagt, siehst du? Wo sind deine Hater, Bratan? Nochmals, mit Concussion oder ohne Concussion? Was ist das, Bratan? Weiß ich auch nicht. Poche dann. Ja. Er fragt jetzt einfach mit Gehirnerschütterung oder ohne Gehirnerschütterung. Hol richtig auf. Aber das war, schau mal. Was er richtig macht eigentlich, ist seine Handposition, weil seine Handposition quer über das Gesicht geht. Ne? Er schlägt es nicht so, sondern so, um mehr Trefferfläche zu haben. Das Problem ist, er trifft und hört auch sofort auf. Eigentlich muss man da richtige Baba-Schelle durchgeben. Da hinten schaue ich gerade auch live zu. Eigentlich war ich schon wieder live dabei bei dem ganzen Zeug. Hab Tattoos entfernt. Wisst ihr, ich habe einfach Tattoos überschminkt. War live dabei. Aber das war ein Foul. Okay, alles klar, ist auch ein Foul. Bratan, du hast auch aufs Ohr getroffen. Jeder hat einen Foul, okay? Weiter geht's. Aber ohne Witz, das macht übel Spaß, finde ich. Das ist krank. Okay, Bratan, dabei. Also ich glaube, geschlagen werden macht jetzt nicht so viel Spaß, ne? Aber austeilen ist halt echt das Lustige. Halte durch. Ah, der hat sich weggedreht. Nein, der hat weggezogen. Bruder. Der hat weggezogen. Nein, Slow Motion. Ich verlange Slow Motion. Schaut mal, der hat sich weggedreht. Der ist weggegangen. Nein, der ist weggegangen. Bruder. Schau mal, der ist weggegangen. Ja, okay, aufs Ohr war es trotzdem, aber trotzdem ist er weggegangen. War das für dich ein Schlag aufs Ohr oder ein Schlag auf die Wange? Ich merke das gar nicht. Er ist schon Ohr hier oben. Er hat das Ohr getroffen. Er hat gewonnen, Tamam. Komm her. Tamam, er hat gewonnen. Applaus an die beiden. Applaus, Bratan. Das ist jetzt der Influencer, was? Dieser Gucci Potter oder was? Ist er ein Influencer? Sabri! Wo ist er? Wer ist Sabri? Der hat Geburtstag. Wer ist Sabri? Die 50 Euro sind... Du bist Sabri. Hier Sabri. Nochmal, warte mal, wo ist die Kamera? Er ist 19 Jahre alt geworden. Mann, hier, bitte. Ehrenmann! Der Bratan kassiert kamerunische Schellen, die aus der Hölle kommen, und schenkt das seinem Bratan zum Geburtstag. Ehrenmann. Ja, und dazu noch was von Louis Vuitton. Bitte? Und dazu noch was von Louis Vuitton. Korrekter Bratan, wirklich. Cringe. Wirklich Ehrenmann, Bratucha. Respekt auf jeden Fall, Respekt auf. Wirklich Respekt. Ich hoffe, du bist bei unserer großen Show auch dabei, Bratan. Du hast sehr tapfer. Der wird da ausgenockt. Wirklich Gratulation. Ja, danke. Wie haben sich die Schellen angefühlt? Ey, die waren echt, echt nice. Haben Spaß gemacht. Ohne Witz, ich habe sowas noch nie bekommen, weil... Mensch, Rallo spielt keine Schmerzen am Rallo. Die Spaß gemacht. Ist der Typ irgendwie ein bisschen langsam im Kopf oder so? Die Art und Weise, wie er redet, wie er sich benimmt, so... Ich habe das Gefühl, das ist nicht das erste Mal, dass er Schellen kassiert hat. So reden Boxer nach 30 Jahren Boxkarriere. Bruder, ich hab deine Schellen gesehen, ich hatte Angst einfach nur, Bratan. Und ja, er sagt... Ich hab noch nie geschlagen, woher weiß ich denn, wie ich richtig schlage? Aber das Anfühlen, Bratan, wie es sich angefühlt hat. Ich muss schon sagen, es war... Das nächste Mal, wenn du sagst mit Faust, ich bin direkt dabei, Digga. Ich hätte dich voll schlagen geschickt. Der Typ ist lustig drauf. Wie hat sich die Schelle angefühlt, sag mir mal. Ja, schon stabil, ja. Kurz auch Licht ausgegangen, oder? Nö. Nie? Nö.
Der ist krank, der Mann. Lass mal bitte Octagon gehen, dann mach ich kurz nicht da ganz aus. Bratan, danke schön dir. Wie war das für dich? Bruder, war eine übelst übertriebene Experience. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, aber ey, ich habe leider verloren, weil ich nicht zielen konnte, aber... Aber es war trotzdem stabil, Mann, hier nochmal. Wirklich Ehre. Ja, die stabileren Stellen hatte ja natürlich der Kollege aus Kamerun, ne? Aber Gucci Potter hat halt einfach, weiß nicht. Gucci Potter hat halt ein bisschen Glück gehabt. Bist du dabei in unserer großen Show? Wenn du mich einlässt, Brat, dann natürlich. Ich lade dich aber 100% ein, Brat. Daumen hoch drücke ich an dieser Stelle. War ganz unterhaltsam. Aber die erste Folge, das mit dem Schüler gegen LKW-Fahrer, das waren mit die härtesten Schellen, die ich bis jetzt überhaupt je gesehen habe. Ne? Dann die Folge darauf mit Patrick und Umut, das war auch richtig, richtig geil. Das war... War nicht so krass, muss ich sagen. Ja, war nicht so krass. Die braucht mal richtige Kerle, Alter, die mal richtige Backpfeifen geben. So, der Typ aus Kamerun hat schon gute Schellen hingelegt, aber der andere war halt ein bisschen so ein Lulli-Mann. Der wusste gar nicht, wie man richtige Treffer raushaut. Egal, war aber trotzdem unterhaltsam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch drücken, all das ganze Zeug. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, bleibt gesund, passt alle auf euch auf. Haut rein, ciao, ciao.